Herren, liebe Templiner, ich begrüße Sie heute bei strahlendem Sonnenschein hier auf unserer Hauptverkehrsstraße zum Frühstück, aber auch zu unserem Vorhaben, den Weltrekord einzustellen und die längste Frühstückstafel der Welt zu gestalten. Wir sind da im harten Wettbewerb. Die längsten Tafeln haben bisher erreicht Paris und vor kurzem erst Memphis in Tennessee. Aber ich bin optimistisch, dass wir den Rekord heute einstellen. Ich finde, es ist ein tolles Symbol nach dieser schwierigen Corona-Zeit, dass wir jetzt nicht alle in einem Boot sitzen, sondern alle an einem Tisch. Das finde ich ist eine schöne Sache und ja, lasst uns gemeinsam den Rekord holen. Also wünsche ich uns heute einen schönen Vormittag, guten Appetit, lassen Sie es schmecken. Auf das Frühstück, fertig, los! Hier am heutigen 5. September 2021, mit einem Jahr Verspätung, der längste Picknicktisch der Welt an die TMT Tourismus Marketing Templin GmbH beim dritten Templiner Familienbrunch für den längsten, auf Deutsch, Picknicktisch mit 505 Metern erreicht worden ist. Wir sind Weltmeister! Also, und damit geht Templin in die Liste der Weltstädte ein, Herr Tabat. Das ist euer Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch. Rubel Templin, wo sind wir? Wir sind die Weltmeister.